kann da wirklich nichts entdecken, Sheldon. Du bist die Ärztin, aber ich höre stets und ständig dieses nervende Geräusch. Ich auch. Ist es ein hochfrequentes Pfeifen? Nein, es ist mehr ein permanentes, selbstverliebtes Dröhnen. Tja, da ist absolut nichts entzündet. Ach, bestimmt ist es ein Tumor. Ehrlich, das bezweifle ich. Vielleicht hast du eine schleichende bakterielle Infektion, weil dein Kopf in der Kindheit so oft in die Toilette gesteckt wurde. Das ist mir ständig passiert, ob ich mir dabei was eingefangen habe. Übrigens sogar in der Kirche. Wenn das wirklich von einer Klospülung kommt, kann ich es behandeln, denke ich. Mal sehen. Kreis, Kreis, rund, rund und schon bist du wieder kerngesund. Ich gehe ins Bett. Okay, ich komme gleich nach. Gut. Schlimm genug, dass sie sich über mich lustig macht, aber sie schafft es nicht mal, das Versmaß einzuhalten. Dir sollte endlich klar sein, dass Stephanie nicht hier ist, um deine eingebildeten Wehwehchen zu behandeln. Eingebildet? Ich höre ständig einen Ton, der eine Oktave höher als das mittlere C ist. Ist das eingebildet? Das kann nicht sein. Gute Nacht. Leonard, da wäre noch was. Ich berufe eine Krisensitzung gemäß Artikel 1 Absatz 3 unserer Mitbewohnervereinbarung ein. Nein, das lässt du Leonard sein. Leonard stimmt gegen die Sitzung. Sonst noch wer? Keiner. Damit ist der Antrag abgelehnt. Ich möchte die Sitzung damit beginnen, dass ich dir zu der positiven Entwicklung deiner Beziehung mit Dr. Stephanie gratuliere. Danke. Nachdem das nun geklärt ist, müssen wir über die Umsetzung der im Vorfeld vereinbarten Beiwohnungsklausel reden, die Anwendung findet, seit ihr zwei hier zusammenlebt. Aber wir leben nicht zusammen. Da bin ich anderer Ansicht. Laut Definition lebt man mit seiner Freundin zusammen, wenn diese über Nacht bleibt. Und zwar A, in 10 aufeinanderfolgenden Nächten oder B, in mehr als 9 Nächten innerhalb von 3 Wochen oder C, an allen Wochenenden eines Monats zuzüglich 3er Wochentage. Das ist absurd. Ach, du hast es paraffiert, siehst du? LH, LH, LH. Warte mal, ich hab's doch nur paraffiert, weil ich dachte, es würde sowieso nie passieren. Ich hab auch unterschrieben, dass ich dich zu meinem Assistenten mache, sollte ich Superkräfte bekommen. Ja, das hast du. Naja. Fassen wir also zusammen. Die folgenden Bestimmungen treten hiermit in Kraft. Im Kühlschrank gibt es jetzt statt zweier individueller Fächer und einem Gemeinschaftsfach wie bisher 3 individuelle Fächer und die Tür ersetzt das Gemeinschaftsfach. Nächster Punkt. Die Wohnung muss statt zweimal jetzt 3-mal wöchentlich gesaugt werden, zwecks Kompensation der gestiegenen Menge abgestorbener Hautzellen. Drittens der Badezimmerplan. Frauen sollen ja andere Bedürfnisse haben als wir, also müssen wir darüber noch diskutieren. Ich gehe jetzt ins Bett. Ja, aber das könntest du wenigstens mitnehmen. Ach, und dass Stephanie das unterzeichnen. Hier, 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 hier und hier. Damit erklärt sie, dass sie weder jetzt noch in Zukunft beabsichtigt, Schlag- oder Blasinstrumente zu spielen. Absolut ausgeschlossen. Echauffier dich bitte nicht, wir haben Haushaltshandschuhe. Ganz egal, was du für Symptome hast, meine Freundin wird bei dir keine Prostata-Untersuchung vornehmen. Hi, Sheldon. Ah, guten Morgen, Dr. Stephanie. Ich gehe davon aus, Leonard hat dich letzte Nacht sexuell befriedigt. Hast du sie noch alle? Sheldon, es gehört sich nicht, solche Dinge zu fragen. Aber das hast du sie letzte Nacht auch immer wieder gefragt. Wieso darf ich nicht wenigstens einmal fragen? Er hat das sehr gut gemacht. Siehst du, sie ist nicht verärgert. Und du hast endlich deine Antwort. Mein Kaffee ist alle. Ich brauche Kaffee. Hallo. Hi, Stephanie, richtig? Aha. Und du bist? Penny. Ich wohne gegenüber. Ich habe schon viel von dir gehört. Tatsächlich? Aha. Ich von dir nicht das kleinste Wörtchen. Leonard, wieso habe ich noch nie etwas von dieser Frau gehört, die gegenüber wohnt und morgens einfach so in deine Wohnung reinplatzt? In ihrer Unterwäsche. Sie hat von dir bereits gehört, weil wir, zusammen sind. Und du hast noch nie von ihr gehört, weil... Ich habe noch nie mit ihr geschlafen, ich schwör's. Es lag aber nicht daran, dass er es nicht versucht hätte.
Vielen Dank, Sheldon. Keine Ursache, Leonard. Also, ich wollte damit sagen, Penny ist nur eine von vielen Nachbarinnen und, naja, weißt du, die Nachbarn in diesem Haus kommen und gehen. Ja, ganz zwanglos, kein Dresscode und so. Manchmal gehe ich morgens sogar im Schlafanzug in den zweiten Stock runter und frühstücke mit Mrs. Wartebedian. Wirklich? Ich wurde noch nie zum Frühstück eingeladen von Mrs. Wartebedian. Sie kann dich nicht leiden. Musst du nicht gleich eine Gallenblase rausnehmen? Denn ja. Ich wollte duschen gehen und Penny wird sich etwas anziehen. Also. Es hat mich sehr gefreut, dich kennenzulernen. Es war nett, dich endlich kennengelernt zu haben. Und ich komme heute wieder her. Klar, bis dann. Womit könnte ich bloß Mrs. Wartebedian verärgert haben? Also, das ist Stephanie, hä? Ich habe auf einmal das Gefühl, ich hätte eine Prostata-Untersuchung gehabt. Sie scheint wirklich nett zu sein. Oh, und wie! Sie ist sagenhaft und sie erweist sich als wertvolle Mitbewohnerin. Mitbewohnerin? Ihr wohnt hier schon zusammen? Wie die Hippies. Sie ist nicht hier eingezogen. Müssen wir den Papierkram nochmal durchgehen? Wir leben nicht zusammen. Ganz sicher? Aber sicher bin ich mir ganz sicher. Na gut, lass uns nachsehen. Wenn ich mit einer Frau zusammenleben würde, wäre ich da nicht der Erste, der es wüsste? Nein, Schätzchen, du wärst der Letzte, der es wüsste. Schöne Kleider. Ich wette, das hier steht dir sehr gut. Wir leben nicht zusammen. Ist klar. Duftkerzen, Plüschpantoffeln. Geblümtes Bettzeug. Wir leben nicht zusammen. Na gut, weiter geht's. Wer sind diese Leute hier in Disney World? Der große Hund ist Goofy. Und wer das ältere Pärchen mit den Mäuseohren ist, weiß ich leider nicht. Wir leben nicht zusammen. Du willst es einfach nicht wahrhaben. Na gut, also hier haben wir deine Bodylotion, dein InStyle Magazine. Oh, und dein Schmuck. Wir leben nicht. Wo ist mein Bat-Signal? Du hast ein Bat-Signal? Ich hatte eins. Es stand genau hier. Sie muss es. Oh mein Gott, wir leben zusammen. Wirklich? Wie bist du drauf gekommen? Neue Hose? Ja, hat Stephanie mir gekauft. Nett? Nylon? Es ist wohl eher ein Mischgewebe aus Wolle und Feuerameisen. Deine Freundin kauft also Klamotten für dich, das klingt ernst. Das ist es ja auch. Ich habe hin und her überlegt und dann entschieden, dass es Zeit für uns beide ist, zusammenzuziehen. Ach, Leonard, Riesenfehler. Wenn du wolltest, könntest du an jedem einzelnen Finger wenigstens 10 Frauen haben. Aber nein, du musst dich ja mit allen 10 Fingern an einer einzigen festkrallen. Ich hab wenigstens eine zum Festkrallen und du? Die reinste Qual der Wahl, wenn es um potenzielle Sexualpartnerinnen geht. Seht ihr die Blonde da hinten? Ich kann sie aufreißen und du nicht. Na, tu dir keinen Zwang an. Sie ist nicht mein Typ. Ist aber schade, sie hat dich immer wieder angesehen. Ja, wirklich? Natürlich nicht, wieso auch? Es interessiert mich nicht, was ihr denkt. Stephanie und ich sind sehr glücklich darüber, dass wir zusammenleben. Wer von euch sofort seine Hose mit mir tauscht, bekommt $20 von mir. Sheldon, was machst du denn hier? Augenblick. 130 zu 80. Leicht erhöht. Das schreibe ich dem Stress zu, den das Überlisten der Sicherheitskontrolle verursacht hat. Woher hast du das Stethoskop und die Blutdruckmanschette? Meine Tante Marion schenkte mir beides zu meinem 12. Geburtstag. Falls ich in theoretischer Physik durchgefallen wäre, hätte ich darauf zurückgreifen können. Und übrigens, die Blutdruckmanschette nennt sich Spypmomanometer. Danke. Lernt ihr sowas nicht im Medizinstudium? Ich
muss arbeiten, Sheldon. Ja, ist schon klar. Ich brauche nur deine Bewilligung für diese Untersuchungen. Ein Belastungs-EKG, Ganzkörper-MRT, Elektromyogramm, großes Blutbild, Endoskopie des oberen Verdauungstrakts. Oh, und eine explorative Laparoskopie. Als ich das letzte Mal Schluck auf hatte, schien mein Zweifel nur so zu tun, als wäre es daran beteiligt. Geh nach Hause, Sheldon. Wenigstens die Röntgenuntersuchung des Verdauungstrakts. Ich habe das Barium sofort schon getrunken. Oh, hey. Ah, gut. Hast du zufällig Weichspüler? Ja, klar. Was willst du da waschen? Ein Krokodil? Nein, die Hose, die ich von Stephanie habe. Oh, Schatz, die kannst du nicht in der Maschine waschen. Danach wäre sie hin. Ganz sicher? Auf jeden Fall. Oh nein, hättest du mir das doch bloß eher gesagt. Habt ihr irgendwelche Probleme? Nein, alles ist schön. Wirklich? Ja, es ist fantastisch. Na gut, mag sein, dass diese Sache mit dem Zusammenleben etwas überstürzt kam, aber es ist toll, richtig gut. Okay, Leonard, wenn dir gewisse Dinge Bauchschmerzen bereiten, dann darfst du ihr sagen, was dir daran missfällt. Meinst du, das klingt irgendwie falsch? Bitte glaub mir, deine Gefühle sind genauso wichtig wie ihre. Nein, das klingt auch nicht ganz richtig. Sag ihr doch ruhig, dass eure Beziehung sich in einem Tempo entwickeln sollte, mit dem ihr beide euch wohlfühlt. Ja, sowas in der Art könnte ich ihr tatsächlich sagen. Das werde ich auch. Ich danke dir. Gern geschehen. Du hast für solche Sachen wirklich ein Händchen. Würdest du vielleicht mit ihr reden? Das war ein Witz, oder? Nein, aber ist schon gut. Ich werde mal mit ihr reden. Kommst du mit? Geh! Wow! Nein. Was denn? Du hattest recht. Du hast eine schwere Kehlkopfentzündung. So was Alarmierendes habe ich noch nie gesehen. Ich wusste es doch. Was soll ich jetzt tun? Du darfst keinen einzigen Ton mehr von dir geben. Und zwar ab sofort. Für wie lange? Ab sofort. Hey. Oh, Herr Schatz. Sheldon? Was ist vorgefallen? Sheldon wurde soeben operativ entfernt. Vorsicht, wenn du nicht alles erwischt hast, verschlimmert es sich. Schon klar. Wir sollten uns unterhalten. Oh, oh. Meinst du nur unterhalten oder unterhalten? Welchen Unterschied gibt es da? Okay. Wie wäre es, wenn du mir einfach sagst, was du mir sagen möchtest? Ja, gut. Also, tja, es ist so, dass mit uns beiden war ja schon fast ein bisschen überstürzt. Und? Es ist nur etwas gruselig. Oh ja, aber erregend gruselig, oder? Ja, schon. Gruselig ist doch eigentlich immer erregend. Okay, ich habe Gefühle, richtig? Aha. Genau, und es ist doch mein gutes Recht, diese Gefühle zu äußern, oder? Natürlich, Schatz. Erzähl mir doch einfach, was du fühlst. Na gut, also ich denke, es ist wichtig, dass wir beide nicht vergessen, dass unsere Tempi sich aufeinander zubewegen müssen, um ein gemeinsames zu finden und... Ach, verflucht, gerade hatte ich es noch. Okay, machen wir es anders. Am besten erzähle ich dir, was ich fühle. Ja, das wäre gut. Wirklich, jetzt gleich? Wieso nicht? Weil ich gerade gegessen habe und eine Stunde warten sollte. Ich denke, das gilt fürs Schwimmen. Ah, okay. Ja, dann. Hauptsache, ich krieg keinen Krampf. Ja. Hey. Hey, ich habe deine Wäsche in den Trockner gesteckt. Danke. Deine Hose ist hin. Gut. Und, wie ist das Gespräch mit Stephanie gelaufen? Naja, in gewisser Weise richtig, richtig gut. Hast du ihr gesagt, dass du es langsamer angehen lassen willst?
Nicht wortwörtlich, aber ich habe ihr gesagt, dass ich Gefühle habe. Sehr gut, sehr gut. Und was war dann? Und dann sind wir irgendwie vom Thema abgekommen. Ihr hattet Sex, nicht wahr? Ein bisschen. Was denn? Auch nichts. Das hört sich doch so an, als würde sich alles zum Guten wenden. Ja, es ist alles in Ordnung. Alles wendet sich zum Guten. Auf die eine oder andere Art. Ach, na hör mal, Lennart. Du darfst auch mal deine eigenen Vorstellungen durchsetzen. Darauf hast du einen Anspruch. Wirklich? Ja, du musst nicht immer mit allem einverstanden sein, was die Frau will. Hm. Was? Nichts, ich sehe nur mein ganzes Leben gerade vorbeiziehen. Na gut, die Sache ist die, ich habe Angst, sie zu bitten, es langsamer anzugehen, weil sie dann vielleicht Schluss macht. Tja, das Risiko musst du eingehen. Glaub mir, wenn es passieren soll, wird es passieren. Sehr beruhigend. Na gut, was soll ich ihr denn sagen? Keine Ahnung. Was haben die Frauen denn zu dir gesagt, wenn sie es langsamer angehen lassen wollten? Ich hab dich echt gern, aber ich versuch's erst noch mal mit Mark. Ja, das würde einiges verlangsamen. Oh, tut mir leid, ich hab dich unterbrochen. Was wolltest du sagen? Richtig, ja. Also, Stephanie, es ist so, ich mag dich wirklich sehr. Oh Gott, ich ahne, was jetzt kommen wird. Was meinst du? Ich mag dich wirklich sehr, aber vielleicht sollten wir uns nicht so oft sehen, weil ich nämlich meinen Freiraum brauche. Aber ich rufe dich Dienstag an, aber du wirst mich nicht anrufen, also rufe ich dich an, aber du rufst mich nicht zurück. Und wenn wir uns dann in einem Café begegnen, tust du so, als hättest du Probleme mit deinem Anrufbeantworter gehabt. Und ich weiß, dass du lügst, aber ich tue so, als wäre es mir ganz egal, obwohl es mir das Herz zerreißt. Nein! Nein, nein, ich wollte nichts derartiges sagen. Ich wollte doch nur sagen, dass ich mag dich wirklich sehr gern. Oh, gut. Ich mag dich nämlich auch sehr gern. Hervorragend. Hey. 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 Netter Pullover. Ja, den habe ich von Stephanie. Ich finde ihn lustig. Da ist ein blauer Vogel drauf. Ja, das ist ja das Lustige dabei. Wir bekommen auch noch neue Vorhänge für mein Schlafzimmer und Bettrüschen und ein Duvet. Was auch immer ein Duvet ist, aber wenn ich es wüsste, würde ich sicher keins haben wollen. Aber jedes Mal, wenn ich darüber reden will, weint sie und wir haben Sex. Du hast den Glück. Bei mir ist es nämlich genau umgekehrt. Wenn du nicht mit ihr reden kannst, schick ihr doch eine SMS. Wäre das nicht ziemlich feige? Oh ja, tiefer kann man nicht mehr sinken. Allerdings. Aber andererseits trägst du einen Vogelpullover. Gutes Argument. Ich denke, es wäre für unsere Beziehung von Vorteil, wenn du wieder in deine Wohnung zurückziehen würdest. Gesendet. Erledigt. Schön für dich. Ja, schön für mich. Ich werde nie wieder Sex haben. Oh, hab mich geirrt. Bis dann. Sheldon? Ich habe eine Kehlkopfentzündung. Okay.
Wir haben keinen Kräutertee mehr. Hast du welchen? Okay, ich sehe mal nach. Und ich hätte gern dein kleines Gesäß mit Honig. Gesäß? Gefäß.